Deswegen, das hat man ja auch so gemerkt, wenn man sich mal so die ganzen aktuellen Kickstarter-Kampagnen wie Battalion und Escape from Tarkov und sowas alles ansieht. Okay, es ist in dem Sinne schon irgendwie futuristisch, aber es hat auch sowas Oldschooliges an sich, wie auch immer. Also der Wunsch, dass man wieder zu diesen alten Wurzeln, sag ich jetzt mal, zurückkehrt, ist halt schon irgendwo da und existent. Und ich glaube, das hat sich dann eben auch mehr oder weniger auf die komplette Shooter-Community ausgebreitet. Und deswegen wünscht man sich dann eben auch, dass das Setting genauso sein wird. Also eher so in der Vergangenheit, zurück zu den alten Kriegen, anstelle irgendwie Richtung Zukunft zu gehen. Natürlich habe ich hier keinen Platz. Oh. Muss ich da direkt alles hier reintun? Ja, da kann ich auch vielleicht gucken. Vielleicht habe ich hier auch sogar Sand drin. So. Und auf jeden Fall wirkt es so, als wenn man sich dann auch die Kommentare durchgelesen hat, etc., dass die Leute auch nicht wirklich von diesem Setting begeistert waren. Also Zukunftssetting fanden die jetzt alle nicht wirklich so toll. Und ich glaube, einer hat auch wirklich geschrieben, dass ja, dass man das, glaube ich, sogar bei der Community geäußert hat, dass man sich praktisch direkt an Activision gewendet hat und meinte, ey, nee, Jungs, macht bloß kein Zukunftssetting und so, das wollen wir nicht. Und am Ende ist es halt doch ein Zukunftssetting geworden. Und das hat halt alles mehr oder weniger dazu beigetragen, dass wir halt wirklich diese negative Resonanz haben. Das sind alles so die Gründe. Es gibt aber noch einen Grund, was jetzt nur indirekt mit dem neuen Titel zu tun hat. Und zwar hat Activision gleichzeitig auch noch angekündigt, dass sie von Modern Warfare eine Remastered-Version veröffentlichen. Allerdings wird man diese Remastered-Version nicht, das ist das Problem, sag ich jetzt mal, an der ganzen Sache, einfach so als Einzelprodukt erwerben können, sondern das, die Remastered-Version gibt es nur, wenn man sich eine bestimmte Edition von Infinite Warfare besorgt. Und das ist nicht die Standard-Edition, sondern es ist schon so eine etwas teure Edition, also wo man dann nochmal zusätzlich Geld ausgeben muss, um sich diese Remastered-Version zu holen. Das bedeutet, Leute, die Lust haben, mal Modern Warfare nochmal remastered mit aufgeschnittenen Texturen etc. zu spielen, also die das machen wollen, denen sei es nur vergönnt, wenn sie eben tiefer in die Taschen greifen und Infinite Warfare bestellen. Es ist also praktisch ein Kaufzwang, was ja in dem Sinne, das heißt, Activision wird vermutlich so oder so, also Activision wird so oder so Geld an dem Titel verdienen, so wird es jetzt nicht sein, weil es natürlich immer Leute gibt, die sagen, ich kaufe mir das Spiel nicht oder nee, nee, das ist mir, ich muss gerade überlegen, warte, ja doch, so muss es sein. Weil sie dann erst sagen, nee, nee, das mache ich nicht. Ich gebe nicht so viel Geld aus und am Ende machen sie es dann doch. Am Ende sind es dann die Ersten, die so viel Geld hinpfeffern. Also egal was passiert, Activision wird so oder so Geld daran verdienen. Aber vielleicht werden diese negativen Bewertungen auch so ein bisschen ja, was bei denen bewirken. Naja, auf jeden Fall sind das so ziemlich die drei Gründe, sage ich jetzt einfach mal, die vermutlich dafür sprechen könnten, warum Activision gerade so doll Schläge bekommt von der Community. Also, weil der Trailer vermutlich nicht so wirklich ansprechend aussieht, weil es einen Kaufzwang gibt, wenn man Modern Warfare Remastered, was übrigens unter den beliebtesten Call of Duty-Reihen überhaupt zählt, ja, erwerben kann. Ich hoffe, der Satz hat Sinn ergeben, weil ich nicht mehr weiß, wie ich ihn angefangen habe. Oh Mann. Ja, und dann eben natürlich auch das Setting, vermute ich jetzt mal. Und ja, dann geht es eben weiter mit Battlefield. Die Ankündigung von Battlefield 1, wobei man auch über sich über den Namen wundreden könnte. Wieso Battlefield 1? Auf jeden Fall erfolgte die Ankündigung von neuen Battlefield an einem Freitag. Ich weiß ja nicht, das genaue Datum, was war. Ich glaube, das war der 6. Mai. Moment, Moment, das kann ich gleich. Ja, genau, das war der 6. Mai. Ha! Das ist ein Vorteil, wenn man direkt seinen Dienstplan vor der Nase hängen hat. Und weiß, dass man an diesem besagten Tag auch arbeiten musste. Naja, auf jeden Fall erfolgte die Ankündigung von Battlefield 1 im Rahmen eines Twitch-Livestreams.
Es gab auch noch so externe Ausstrahlungen dann in Berlin für die Presse, wo dann nicht nur der Trailer gezeigt wurde, den jeder gesehen hat, sondern man konnte sogar noch richtig Gameplay sehen. Und ein paar YouTuber, die sich so ein bisschen mit Battlefield auskennen, hatten auch die Gelegenheit dazu gehabt, schon im Dezember es soll Battlefield anzutesten. Okay, das wird jetzt heavy. Da muss ich gleich erstmal 30.000 Leitern machen. So, fertig. Ist eigentlich bescheuert, hier so einen Turm zu machen, weil direkt rot ist der Eingang. Aber dann merkt man erst, wie verwinkelt das hier alles eigentlich ist. So. Ja, dann erfolgt die Ankündigung von Battlefield 1 und oh, die haben das so böse gemacht. Also eigentlich sollte der Trailer ja um 22 Uhr ausgestrahlt werden. Nach wo dann immer noch so. Also man hat es natürlich in die Länge gezogen. Das macht jeder. Jeder, der die Macht in der Hand hält und darüber entscheiden kann, wann bestimmte Premieren gefeiert werden, wie auch immer, der wird das natürlich auch ausnutzen. Das ist vollkommen normal. Man kann das eigentlich nicht anders. Man kann es eigentlich nicht anders erwarten. Und ich fand es ehrlich gesagt ganz witzig, weil ich habe mir den Livestream damals mit ein paar Freunden angeguckt. Mit den Jüngelchens von S4K, mit denen ich auch schon ab und an mal was aufgenommen habe, wobei die häufiger aufgenommen haben als ich. Also in dem Sinne, dass ich häufiger bei denen in den Aufnahmen zu hören bin und seltener mit denen selbst auch aufgenommen habe. So, ich hoffe, man hat es verstanden. Ja, auf jeden Fall habe ich es dann mit denen zusammen gesehen und es war eigentlich ziemlich witzig, wenn man dann die ganze Zeit gesagt hat, oh kommt, ihr zeigt doch endlich mal den Trailer. Ich kann nicht mehr warten, das ist ja unerträglich und so. Also ich fand's witzig. Ich fand's wirklich witzig. Lass das mal alles hier. So. Und ja, dann erfolgt dann endlich die Enthüllung. Und ja, man war, also als ich da den ersten Teil, also ich muss erstmal sagen, ich muss jetzt erstmal ganz von vornherein sagen, dass ich jetzt nichts bevorzugt hatte. Also mir war es letzten Endes eigentlich egal, welches Setting Battlefield annehmen würde. Dann muss ich auch noch sagen, dass ich jetzt kein riesengroßer Battlefield-Nerd bin. Also, ich kenne Battlefield 3, ich kenne Battlefield 4 und ich kenne Battlefield Hardline. Wobei ich sagen muss, dass ich von Battlefield 3 nur die Kampagne gespielt habe und auch mal ein paar Stunden Multiplayer verbracht habe, aber das hält sich wirklich in Grenzen. So, Battlefield 4 hingegen habe ich glaube, bestimmt schon über 400 oder 500 Stunden, ich glaube sogar 600 Stunden oder so schon zugebracht. Also, da habe ich schon ein bisschen was geschafft. Ich bin immer noch nicht Rang 140, das ist echt traurig, aber ich war auch voll der Noob ganz am Anfang. Mittlerweile bin ich ein bisschen besser geworden. Ja, auf jeden Fall, um das mal sicherzustellen. Das heißt, ich kann euch jetzt nicht mit dem, ich kann jetzt hier nicht mit dem größten Wissen ankommen und erzählen, ja, damals war mit Company war es so und so und so, deswegen hoffe ich, dass es diesmal auch so ist. Oder keine Ahnung, ich kann sowas halt nicht, ich kann mit solchen Sachen nicht ankommen, weil ich mich da gar nicht auskenne. Ich habe halt Bad Company damals nicht gespielt, da war ich auch überhaupt noch nicht alt genug dafür. Obwohl ich sagen muss, dass ich hier auf meinem Regal Battlefield Vietnam stehen habe, damals mein Bruder noch. Einfach nur so als Erinnerung, einfach mal geklaut. So muss das ja sein, ne? Man muss ja irgendwie auch Andenken von seinen Geschwistern haben, wenn man auszieht. Und da erschien mir das Spiel ja ganz recht. Oh, ich dachte gerade, da wäre ein Creeper. Ich gehe hier mal schlafen, weil ich traue mich ehrlich gesagt jetzt nicht raus. So. Also, so viel zu dem Thema. Das heißt, ich hatte jetzt nicht wirklich Erwartungen und so. Und als ich dann den Trailer gesehen habe, dann. Es war irgendwie so ein komisches Gefühl, weil ich dachte mir, also an sich von der Aufmachung des Trailers, dachte mir nur so, ja, sieht schon nicht schlecht aus. Also auch so mit dem Song im Hintergrund, war ja von Seven Nation Army ein Mob Glitch Remix, heißt der, glaube ich. An sich ist der Song, war der Song echt cool, das hat echt super gepasst und so. Und ja, bei einem Trailer, wenn man das erstmal einen Trailer sieht, dann ist es ja auch meistens so, dass man sehr viele Eindrücke bekommt und die kann man alle auch gleichzeitig gar nicht verarbeiten. Also muss ich dann einen Trailer wirklich schon mehrmals ansehen, um dann im Nachhinein noch mal zu sehen, was wird da überhaupt alles gezeigt. Weil das kann das Auge halt beim ersten Mal überhaupt nicht verarbeiten. So, und ich war jetzt, ja, also, oh Gott. Gott. Ich bin so dämlich. Ich bin so dämlich. Dämlich. Juhu, ich wollte mal was zu essen machen. Und ich check es nicht. Oh. So, das passiert, wenn man zu viel redet. So.
Also ich war so ein bisschen zwiegespalten. Also zum einen dachte ich mir, wie bereits gesagt, ja, der Trailer sieht echt nice aus und so, das könnte was werden. Aber dann hatte ich mir auch ehrlich gesagt Sorgen gemacht. Mal abgesehen davon, nee, das erwähne ich später. Auf jeden Fall, ja, ich hatte mir Sorgen gemacht, weil, ja, das, was man alles gesehen hatte, das könnte theoretisch auch irgendwo problematisch sein. So. Was genau könnte dann denn problematisch sein? Oder lassen wir mal erstmal, machen wir erstmal bei dem Vergleich zu Infinite Warfare weiter. Es gibt halt so viel zu reden. Das ist so schön. Diesmal kann ich so viel labern, wie ich will. Vorausgesetzt, meine Stimme verkackt nicht irgendwann. So. Okay, also nochmal von vorne. Entschuldigt, ich muss mich erstmal sammeln. Ich muss mich erst einmal sammeln. So. Puh. Also. Danach erfolgte, also der Trailer von Battlefield 1 wurde dann dementsprechend natürlich auch veröffentlicht auf YouTube. Und da ging die Entwicklung der Likes und Kommentare, Bewertungen, wie auch immer, komplett in die komplett entgegengesetzte Richtung. Es gab über 1 Million Likes und das auch noch ziemlich schnell. Also mittlerweile ist es dann eben so, dass Infinite Warfare eben den Preis für die schlechtesten, den am schlechtesten bewertetsten Trailer, oh mein Gott, klingt das komisch, ja, gewonnen hat, sagen wir es jetzt mal so. Und Battlefield im Vergleich dazu einfach mal der beste Trailer ist. Das heißt, er hat sogar Trailer wie Trailer von Marvel-Filmen, von den Avengers, wie auch immer, die ganze Trailer komplett überrannt. Und das ist halt auch echt krass. Und dann stellt man sich natürlich auch die Frage, wieso hat Battlefield so eine positive Resonanz erhalten und Infinite Warfare nicht? Was macht Battlefield besser, was Infinite Warfare verkackt hat? Oder verkacken wird? Oder man weiß es ja noch nicht. Die beiden Titel sind ja noch nicht draußen. So. Und, ja, boah, da gibt es so viel zu sagen. Oh, das klingt gerade irgendwie mies. Oh, Häschen! Häschen! Hallo, Häschen! Hallo, Häschen! Hallo, Häschen! Häschen! Häschen bedeutet Fleisch! Oder ist es ein kleiner Hase? Ich hoffe, es ist kein kleiner Haus. Ich brauche Fleisch. Alter. Na, komm schon. Komm schon. Boah, Alter. Boah. Meine Güte. Komm schon. Alter, wie oft denn noch? Sag mal, wie viel verträgst du denn? Na toll, kein Fleisch. Oh, noch ein Häschen. Nee, das lassen wir jetzt. Okay, ich glaube, das war ein Babyhäschen. Ups, Entschuldigung. Entschuldigung, Mutterhase. Wir haben da was falsch gemacht. Ja. Auf jeden Fall. So. Also, wie bereits gesagt, war es bei Battlefield nun mal so, dass sich die Community entweder in Zukunfts- oder in Vergangenheitssetting gewünscht hat. Also überwiegend. Überwiegend. So. Und ja, letzten Endes, auch wenn der Zweite Weltkrieg ehrengepriesen wurde, ist es dann der Erste Weltkrieg geworden. Und das hat die Leute gefreut. Den Leuten hat auch der Trailer an sich gefallen. Sie haben sich darüber gefreut, was sie dort gesehen haben. Und ja, das hat auf jeden Fall erstmal so ein bisschen Hype ausgelöst. Deswegen auf jeden Fall schon mal die positiven Kommentare. Dann geht es weiter. Allein auch im Vergleich zu der Grafik, das war aber auch eigentlich auch nicht anders zu erwarten, hat sich Battlefield sehr viel besser geschlagen. Also die Grafik sah wirklich mega gut aus. Da kann niemand etwas gegen einwenden. Das sah wirklich bombastisch aus. Da ist dann für Dietermaßen auch etwas Lob abholen können. Mach ich das direkt hier? Ah, nee, kann ich ja gar nicht, verdammt. Das heißt, das war auf jeden Fall schon mal verdient. So. Puh. Oh nein, oh nein, oh nein, fuck. Mist, verdammter. So, also das hat Battlefield auf jeden Fall schon mal gut gemacht. Oh Gott, das dauert ja 30 Jahre, bis man da oben ist. Nee, komm. Moment. Verdammt, wie mache ich das jetzt? Ansonsten, warte, dort ist der Turm. Das heißt, da ging es zum Haus. Ich muss dahin. Sonst mache ich das vielleicht so.
Meine Güte. Boah. Widerlich. So. Vielleicht mache ich das so, dass ich einfach hier hochbaue und dann irgendwie so eine Wendeltreppe mache oder so. Das könnte man auch machen. Muss ich das halt beim nächsten Mal ein bisschen mehr ausbauen. So. Also, weiter im Text.